in der Wissenschaft, gerade in der Vermessung, interessiert uns eher die Sensorik. Ich habe immer gesagt, das System selber, das Flugsystem, das UAV, Unmanned Aerial Vehicle, ist im Prinzip ein fliegendes Stativ, auf dem unsere Sensoren platziert werden. Und wir entwickeln eher an der Sensorik, das heißt auf der einen Seite die Navigation, auf der anderen Seite die Sensorik, die Daten aufnimmt, um daraus Vermessung zu machen. Wenn wir uns auf die Navigation beschränken, dann ist es wichtig, bestimmte redundante Systeme zu haben, einmal um sicheres Fliegen zu haben und eine genaue Navigation hinzubekommen. Das eine sind natürlich das sogenannte GNSS, das heißt Global Navigation Satellite System, das heißt, es gibt verschiedene Satelliten, mit denen wir dann die Signale messen können und daraus die Position in Echtzeit sauber ableiten können. Dazu gibt es noch Inertialsysteme, die im Grunde genommen in Kombination mit dem GPS oder GNSS letztendlich die Navigation, eine saubere Navigation ausmachen. Bei der Aufnahmesensorik ist es so, dass überwiegend Kameras dort eingesetzt werden. Das sind normale Spiegelreflexkameras oder Konsumerkameras mit einer bestimmten Auflösung. Darüber hinaus können Infrarotkameras eingesetzt werden oder auch mittlerweile auch Hyperspektralkameras für verschiedene Anwendungen, sei es Forstwirtschaft, Landwirtschaft oder letztendlich auch Inspektionen oder Gebäudevermessung oder Trassenvermessung. Da gibt es so viele Applikationen mittlerweile, die kann man gar nicht aufzählen. Wichtig dabei ist, und das ist jetzt bei uns in der Forschung ist, wie können wir diese Sensorik so weiterentwickeln, dass sie a. kleiner wird, günstiger wird und genauer wird. Und das ist, denke ich, an den Hochschulen ein Thema. Und letztendlich, wie können wir ein Multisensorsystem, was es ja eigentlich ist, so ein, ich sag mal, fliegendes Stativ mit den entsprechenden Sensoren dran, wie kann man das optimal in gewissen Applikationen einsetzen? Ja, letztendlich der Vorteil von solchen Drohnen ist ja im Grunde genommen, dass man an Positionen oder zu Positionen kommt, die man normalerweise für Aufnahmesysteme nicht erreicht. Das heißt also, man kann entsprechend um diese Systeme herumfliegen und kann dementsprechend sehr gute Positionen einnehmen, um letztendlich auch eine gute Aufnahmegeometrie zu haben. Ob man sie jetzt nun in der Bauindustrie einsetzt, das muss man dann wieder von Fall zu Fall entscheiden, was da wichtig ist. Wenn wir jetzt sagen, für Überwachung von Gebäuden ist letztendlich in erster Linie wahrscheinlich die Dokumentation wichtig, dass man entsprechend schauen kann, wie ist der Fortschritt, ist alles entsprechend eingebaut und so weiter und so fort. Da spielt die Genauigkeit weniger eine Rolle. Wenn es darum geht, ein Gebäude 3D zu erfassen, dann sollte man stabilere Kamera einsetzen. Die gibt es natürlich momentan nicht so auf dem Markt, weil die sogenannten metrischen Kameras, die müssen erst im Grunde genommen entwickelt werden. Und da gibt es eine Initiative, die von der Deutschen Gesellschaft für Fotogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation initiiert wurde, mit dem DLR zusammen, so eine metrische Kamera zu entwickeln. Und die sind gerade daran, das zu machen. Und die ersten Ergebnisse, die zeigen, dass diese Kamera recht stabil ist und auch sehr stabile und gute Ergebnisse liefert.